Hallo und herzlich willkommen bei W4LI. Die Karawane zieht weiter. Ja, wir stehen heute vor dem Karawan hier in Budapest. Und zwar ist das was hier in der Stadt Einzigartiges. Und zwar ist das ein dauernder Streetfood mit Streetfood-Läden. Also Streetfood nonstop das ganze Jahr über. Mit ganz speziellen Ständen. Unter anderem auch einem veganen Stand, den ich heute ausprobieren werde. Und du probierst auch was. Es gibt Langoschburger. Genau. Wow! Keine Ahnung, was das wird, aber wir sind gespannt. Ihr werdet sehen, was dabei rauskommen wird. Bis gleich. Budapest, 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 Budapest. Der Scheiße, jetzt spricht man eigentlich Budapest, Budapest, Budapest aus, egal. Karawan! Ja, Mann. Wir kommen in meiner Landeshauptstadt, Nimki. Landeshauptstadt Budapest. Ja. Sehr gut. Ich als Landsmann kann es auch Landeshauptstadt nennen, wenn ich möchte. Also, ihr habt es vielleicht schon erraten. Unser letzter Stopp auf unserer Halb Westeuropa-Tour irgendwie auch nicht, war in Budapest, Ungarn, und das ist die Heimat von Stefan, also haben wir uns quasi das Beste bis ganz zum Schluss aufgehoben. Ganz genau, also streng genommen ist es geografisch nämlich nicht Osten, sondern Zentraleuropa, das wissen natürlich die wenigsten, ist jetzt nicht so schlimm, ich will auch nicht weiter aufhören, man kann alles nachlesen, viel Spaß, das wird nämlich ganz viel Zeit in Anspruch nehmen, egal. Wir kommen jetzt nämlich nicht zum geografisch-politischen, geschichtlichen, sondern nämlich zum essenstechnischen. Und das war bei Karawan was ganz Besonderes, weil es eben mal was ganz anderes war, nämlich ein dauerhaft bestehender Foodtruck-Innenhof. Genau, also quasi Streetfood, was hier bei uns in Deutschland erst so im Kommen war in den letzten ein, zwei Jahren, das gibt es da schon viel, viel länger. Und das ist da auch trotzdem noch eine ziemliche Besonderheit, würde ich sagen. Aber es ist halt eben dieser riesige Platz mit einzelnen Foodtrucks, der fast das ganze Jahr über dort ist und den ihr auch fast das ganze Jahr über besuchen könnt. Nämlich ab 11.30 Uhr bis auf unbestimmte Zeit. Kommen wir quasi auch hier schon zur Hauptspeise. Hauptspeise. Es gab ja die Hauptspeise. Da würde ich jetzt diesmal direkt mal anfangen. Klar, schieß los. Also Langosch. Ja, Langosch ist an sich schon, für jeder, der schon mal irgendwie in Berührung mit Ungarn gekommen ist, kennt Gulasch. Ja, oder Gulasch. Ja, also das und mehr meistens auch nicht, ist nicht schlimm. Und dann gibt es ab und an noch so Stände, die Langosch verkaufen. Also dieses ja, sagen wir mal Hefeteig direkt im Öl, puff, knusprig, sättig, dann hier mit Paprika, dann hier mit saure Sahne und mit Käse und dies und das. Das Ding ist an sich schon schwer im Magen. Also wenn man wirklich vorhaben sollte, danach eine Kneipentour zu machen, nimmt man genau dieses Ding, weil danach kann man so viel trinken, dass man eigentlich sein ganzes Geld ausgibt und man fühlt sich so, als wäre man danach nüchtern. So, und das ist auch eher die Schwierigkeit an dieser ganzen Geschichte, weil wenn man einen sanften Magen hat, ist dieser Langoschburger, den ich hatte, eher kontraproduktiv. Also ein Langosch ist schon relativ heftig, zwei als Boden und dann halt noch gepaart mit den traditionellen Dingen wie Paprika, natürlich super von dem Vitamingehalt und so und dann Ding. Aber es ist an sich, wenn man keinen starken Magen hat, ehrlich gesagt eher kontraproduktiv, muss ich leider sagen. Das ist für den ganzen Tag super, selbst für den nächsten Tag und auch wenn man was machen möchte. Könnte man sich ja auch mitnehmen, wenn man will. Dann ist natürlich ein Viertel. Absolut. Am ersten Tag, ja. Ein Viertel am zweiten Tag. Das Ding ist einfach super heavy. So, also. Ja. Das so muss sah halt, das auch aus. Nein, das ist, so riesig ist es eigentlich gar nicht, aber ich hätte mir nie gedacht, dass so wenig so energiegeladen sein kann. So, und als ich das gesehen habe, Langoschburger, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Das war der erste Laden direkt links, das nehme ich. Egal, was danach kommt, das muss ich nehmen.
Ja, weil es ist ja auch dieses traditionell, was man echt nur so aus Ungarn kennt und dann verpackt als Burger. Also ich musste auch echt staunen, weil ich habe nicht gedacht, dass es sowas als Burger gibt. Also ich auch nicht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, musste man hinterher spülen, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, für mich gab es da immerhin einen Foodtruck. Also es gibt einen veganen Foodtruck auf dem ganzen Platz, was ja schon mal ganz gut ist, weil es kann ja auch sein, dass es gar keinen gibt. Aber das ist natürlich die erfreuliche Nachricht, dass da eben Veganer dann auch was zu essen kriegen. Und zwar bei Las Vegans heißt das. Also nicht Las Vegas, sondern Las Vegas. Ne? Und die sind auch super nett da. Also das muss man auch nochmal sagen. Alle, die wir da in den Foodtrucks besprochen haben, die sprechen auf Englisch. Das heißt, wenn ihr kein Ungarisch sprechen könnt, wie Stefan zum Beispiel. Das stimmt, da war ja was. Dann kommt ihr auch mit Englisch weiter. Also das ist überhaupt kein Problem. Und die sind auch super nett da. Ich habe mir da einen von, ich glaube, 6, 7 verschiedenen Burgern gibt es da. Man kann dann auch noch eine Beilage bestellen, Salat, oder man kann auch nur Salat bestellen, zum Beispiel mit Seitan oder Tofu oder sowas. Und ich habe mich für einen Seitan-Burger entschieden mit Vollkornbrot, weil ich einfach mal, also ich nicht so oft bis jetzt Seitan probiert habe und ich wollte das einfach gerne mal austesten. Und ich muss leider sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dem Burger, weil der sah tatsächlich besser aus, als er geschmeckt hat. Also zumindest für meine Geschmacksknospen war der einfach viel zu, ich würde jetzt nicht sagen gesund, aber der hat schon sehr nach Vollkorn geschmeckt und sehr wenig nach allem anderen. Also man hat den Salat und so fast gar nicht rausgeschmeckt. Die Soße war relativ wässrig, hat dann nachher das Brötchen auch so ein bisschen durchgesapscht irgendwie. Und alles in allem war das für mich jetzt nicht so der Knaller, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es gibt halt mehrere Burger da. Also es heißt ja nicht nur, weil der eine Burger schlecht ist, dass die anderen auch schlecht sind. Also vielleicht habe ich mir einfach den falschen rausgesucht. Und ihr müsst einfach mal einen anderen probieren. Also ich würde euch jetzt den Seitan-Burger mit Vollkorn nicht so empfehlen, aber ich würde euch empfehlen, dann einfach mal einen anderen zu probieren oder eben dann nur einen Salat zu nehmen mit Seitan, weil ich denke mal, mit Salat kann man nicht so viel falsch machen, wenn ihr da was essen möchtet. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die anderen Burger schmecken. Also es kann natürlich nicht sein, dass da dann einer wirklich der Knaller war und ich habe mir genau den falschen rausgepickt. Aber im Vergleich zu anderen Burgern, vegan, die ich probiert habe, war das eben eher durchschnittlich. Naja, wenn man halt mehr Wasser möchte, kriegt man was, muss man halt nicht trinken. Das stimmt auch. So muss es man war, das aussehen. Es war sowieso so heiß da, also wir hatten über 40 Grad. Das war 100 pro extra so. Ganz genau, das also haben die bestimmt extra gemacht, dass sie sich dachten, die brauchen eigentlich mehr Wasser als Essen. Na komm, dann nimm das mal mit Essen auf. Ja, also die Temperatur war zu dem Zeitpunkt über 42 Grad und das direkt mit in der Mitte von Europa, das war jenseits von Gut und Böse. So, ja. Ansonsten kann man dazu sagen, dass die Preise auf jeden Fall sehr human sind. Also ich glaube, wir haben für beide Burger allein zwischen 4 und 6 Euro bezahlt. Also das ist wirklich für in der Stadtmitte für so einen speziellen Platz eigentlich noch ziemlich günstig. Ja, das stimmt. Natürlich gibt es dann außerhalb der Stadt, wenn man sich auskennt, das muss man ja dazu sagen, aber dafür muss man da auch mal gelebt haben und das kennenlernen, gibt es natürlich Menüs und Läden, wo man für ein Drittel davon bezahlt, immer noch. Mhm. So, man weiß nicht, wann sich das ändert, kann man nicht sagen. Mhm. So, aber im Schnitt war das für die Innenstadt relativ human. Und was man dann letztendlich dann auch drumherum geboten kriegt, hat. Also, ja, ist natürlich schon was ganz Feines. Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn ihr nur Sightseeing macht und ihr kommt da vorbei, selbst wenn ihr nicht aufs Essen fokussiert seid, allein einfach sich das mal anzugucken, ist schon. Ich wollte gerade sagen, sein Geld wert, aber ihr müsst natürlich nichts bezahlen dort als Eintritt. Also es ist einfach toll, mal da zu sein. Diese Atmosphäre ist sehr besonders und gerade wenn die Sonne scheint, es ist warm. Man hat da diese ganzen tollen kleinen Kneipen irgendwie und es ist einfach ganz toll, da diese Atmosphäre zu genießen. Ja.
und kommen wir schon zum Fazit. Fazit, Fazit, Fazit. Was ist denn das Fazit? Ich finde das Fazit diesmal wirklich schwierig und das fällt mir eigentlich nicht schwierig. Aber ich kann es nicht hundertprozentig empfehlen für Veganer. Aber ich kann die Atmosphäre definitiv empfehlen. Also selbst wenn ihr dann vielleicht ein bisschen Abstriche machen müsst, Salat oder Pommes, wenn euch nach was warm ist oder so, das bekommt ihr da hundertprozentig. Also ihr werdet schon satt. Es ist vielleicht kein Gourmet-Essen für Veganer, muss ich betonen, nicht für Fleischesser, für Veganer. Aber es ist definitiv ein Besuch wert, sagen wir es mal so. Ja, direkt gegenüber ist der Hummusladen. Also in dieser Straße sind nämlich mehrere Sachen vertreten, die dementsprechend vegan sind. Und kulturtechnisch ist in der Straße, Querstraßen, alles was drumherum ist, eigentlich ganz Budapest mehr geboten, als man eigentlich in einer kurzen Zeitraum von 2 Wochen überhaupt sich angucken kann. Das ist eine Weltstadt und die wird es auch bleiben. Und deswegen gibt es von mir definitiv ein Daumen. Das heißt, Klick. Nächstes Mal müssen wir zum Hummusladen gehen. Oh, verdammt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder das Video teilt. Und natürlich könnt ihr die vollständige Rezension auch nochmal auf unserem Blog nachlesen. Den Link zu unserem Blog seht ihr unten eingeblendet. Alle weiteren Links zu Instagram und Co. findet ihr auf unserem Blog. Bis zum nächsten Mal.